Hallo, meine Seile holenden Fallenmeister und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren ruhigen, entspannten, gechillten Runde The Forest. Ja gut, ob diese ganzen Sachen zutreffen, das weiß ich gerade noch nicht, aber wir werden es versuchen. Und heute wollten wir eigentlich nochmal gucken, ob wir vielleicht in die Höhle gehen, aber weißt du, jetzt ist unser typischer FPS-Einbruch, das passt. Wir wollten eigentlich in die Höhle gehen, dass wir vielleicht für den für Sinkhole da machen. Wir haben ja schon den Tipp bekommen, das ist da in einer modernen Höhle. Da ist das Senkloch, da können wir dann halt runtergehen. Aber ich habe mir überlegt, weil ich will eigentlich unbedingt mit dem Gleiter noch was machen. Ich will damit unbedingt was machen. Deswegen würde ich gerne mit euch... Hä? Okay, ne. Den Turm bauen. Oder anfangen oder machen, keine Ahnung. Da habe ich gerade voll Bock, weil haben wir noch gar nicht gemacht und ist doch mal was ganz Interessantes. Also ist so meine Meinung jetzt so. Ich weiß nicht, wie ihr das ganze Thema findet, aber ich finde es cool, das macht Spaß. So, mein Kleiner, du wirst dich jetzt mal gut voll durchernähren, dann solltest du mal schnell machen, bevor wir sterben. Okay, nein, müssen wir so machen. Sauberes Wasser, sauberes Wasser. Aua, warte doch mal, ganz ruhig. Oh, ich habe gleich wieder total zimperlich. Hier, essen mal ein bisschen was, aber wir das wieder aufbollern. So, wir müssen da auf jeden Fall noch die Steine hineinpacken. Und dann sollten wir uns mal da oben die hinbauen. Ich hätte schon richtig Lust. Wenn das mal natürlich als allererstes immer so der erste Gang so an den Fallen entlang. Ist wie ein. Ist ja so genial, so eine richtige. Ihr seid das Grüßungskomitee. Ich sage ja, diese automatischen Fallen sind einfach das Beste. Ich habe gerade verzogen, dadurch ist der gestorben, weißt du das? Oh, ich hab da drüber. Darf mich jetzt nicht viel bewegen? Ja, habe ich. Sehr gut. So, die sind weg, drei Tote. Besser kannst du gerade gar nicht laufen, ne? So, das gibt mir mal her. Den habe ich auch getroffen. Und den hier machen wir einfach nur, dass wir das wieder aufbauen und unsere automatischen Fallen weiterhin laufen. So göttlich. Der ist einfach hier reingejumpt und ohne Probleme fertig. Genau so gefällt mir das. So, jetzt muss ich gleich mal gucken, wie das Ganze... Oh, wir haben hier noch unsere Dinger, genau. So, unsere Wand ist ja schon mal hier so ein bisschen langsam an... Aufbau. So, wir machen uns auf jeden Fall so ein bisschen fertig, dass wir uns sagen können, wir haben die Sachen fertig, dass wir dann vielleicht demnächst auch die Palisade dann draufsetzen können und dass wir uns dann wirklich sagen können, so, hier haben wir eine Absicherung, da passiert nichts mehr. Wisst ihr eigentlich nur, ich habe jetzt die Frage, wurde mir noch gar nicht beantwortet, habe ich das Gefühl. Zumindest habe ich nichts erlesen. Erlesen? Der feine Herr hat nichts erlesen. Das werden die Holzpalisaden nun eigentlich angegriffen? Können die kaputt gehen? War da was? Ach nee, doch, hatten wir gesehen. Doch. Nee, warte mal, das waren nicht die Palisaden. Das waren der dahinter stehen die Wachtürme. Greifen sie überhaupt die Palisaden an? Also jetzt die normalen die kannibalen Mutanten, je nachdem, wie man die bezeichnen möchte. Greifen sie überhaupt die an oder das ist nur, wenn die ganz dicken da kommen. Und können die auch meine Steinmauern da so einfach rigoros angreifen? Wie ist das Ganze? Habt ihr da Erfahrung drin? Das würde mich ja schon mal interessieren. Ich weiß, wir könnten das Ganze auch mal austesten, aber ich habe da so ein bisschen Angst, das auszutesten. So. Danke. Ich habe nämlich so ein bisschen Angst, das ganze Thema da auszutesten. Das wäre für mich so eins, zwei, drei. Doof, weil die rennen dann da durch und dann ist das Ding kaputt. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Bis jetzt habe ich mich ja immer vehement dagegen gewehrt, dass wir die Dicken bei uns da hinkommen lassen. Weil die können uns ja alles kaputt machen. Ich weiß, man kann das ausschalten. Das wird dann alles einfacher sein. Aber ich finde es halt gerade toll, dass ich diese Angst habe. Ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Das ist ein bisschen leicht masochistisch veranlagt. Aber ich finde es toll, weil einfach mal du dann mit dem ganzen Ding, so würde ich es aufbauen, würde sagen, ah ja, du Problemo, geht ja nicht kaputt und so, alles kein Ding. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja so ein bisschen diese Angst spüren, so, ah ja, genau, diese Angst.
Den schlimmsten habe ich ausgeschaltet. Jetzt habe ich den ausgeschaltet. Ah, musstest du jetzt rennen? Ui, die Dame des Hauses, ja. Ja, ja gut, den habe ich eh verzogen. Mist, das war ein Fehler. Ganz ruhig. Der war doch in Kopfhöhe. Ja, jetzt aber in Kopfhöhe. So, wo ist die Dame jetzt hin? Geht irgendwo da oben? Dieses ganze Rumgequackel war, kriege ich es gar nicht mit, wenn die dödeligen Dödels da in meine Richtung kommen. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Ich bin da ein bisschen zu leicht angreifbar. Gut, ich habe ja hier zumindest gleich am Anfang schon ein bisschen ausgedünnt. Jetzt ist die Dame weg, ne? Aber die hat meinen Pfeil. Na egal. Wir machen hier erstmal zu. Genau, da müssen wir ja auch aufpassen, weil die ja hier an dieses Ding rangehen. Jetzt ist es für die schon schwieriger, da runter zu hüpfen. So, hier haben wir das, haben wir das. Okay, wir gehen jetzt mal aber da hoch, habe ich mir überlegt. Ich will mit euch das gerne auf jeden Fall noch aufbauen. Und da will ich auch mal ein bisschen andere Sachen mal nutzen. So. Ist aber gerade nichts bum 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 gewesen, oder? Nee. Gut, also, jetzt geht's los. Das hier machen wir auch noch, kommt noch, aber jetzt brauche ich genau 117. Ja, wo ist denn jetzt hier eigentlich der Aufgang? Holla die Waldfee. Weißt du was? Das geht so gerade gar nicht. Das geht gerade gar nicht. Nee, das können wir hier gar nicht errichten, meine Freunde. Das müssen wir woanders errichten. Da oben müsste ich ja alles freiräumen. Verdammt ist das Ding groß. Verdammt ist das riesig. Hier kann ich erstmal überhaupt aufbauen. Warte mal, da oben ist das Ding. Ich würde es gerne in diese Richtung dann mal schicken. Dann machen wir das anders. Dann schicken wir es hier ein bisschen nach draußen. Können wir nämlich so in die Richtung gehen. Warte mal. Das Ding in die Richtung gehend. Genau. Warum war das hier so ein bisschen hin? Boom. Ach du Heilige. Na komm, wir packen schon mal Stöcke rein. Ich brauche noch zwei Stöckchen. Und ich stehe hier dafür. Okay. Ja, weißt du was? Aber jetzt probieren wir mal aus. Jetzt probieren wir mal aus. So, pass mal auf. Machen wir den da. Achtung! Wow. Wow. Ey, voll durch! Der brennt doch noch. Ach, du hast sie bestimmt geholt, wa? Gut, den habe ich. Warum haben die mich jetzt eigentlich gleich instant angegriffen? Das wundert mich gerade. Du bist ein Zauberkünstler, oder? Ach du Heilige, warum schieße ich denn immer drüber? Der ist ein bisschen blutverschmiert. So. Sag mal, ist der jetzt noch da oben drauf oder ist der jetzt abgehauen? Bitte nicht runterspringen. Ich will nur kurz durch. Aha. Du bist der andere Verbrannte, ne? Danke. Woo! Oh, hinterhältiger kleiner. Naja. Heute ist schon wieder was los, meine Freunde. Heute ist schon wieder was los. Aber warte mal, hat das jetzt so wirklich so viel, was ihr bracht hier? Ein paar sind schon runtergekippt, wa? Okay. So, nehmen wir den hier. So, schieben wir jetzt hin und ich würde mit euch gerne wirklich diesen Turm bauen. Das ist so ein Ding, das möchte ich einfach mal machen.
Ich hoffe nur, dass die den in Ruhe lassen, wenn ich den jetzt hier hinbaue. Wenn nicht, müssen wir den auch nochmal absichern. Dann können wir, machen wir da auch nochmal was drum. Aber warten wir mal ab. Ich glaube mal, die fokussieren sich ja immer eher so auf unsere Bereiche und lassen den dann hier ein bisschen stehen. Wenn nicht, müssen wir uns da auch nochmal was überlegen. Aber jetzt bauen wir erstmal los hier. 300 Stück. 300, meine Freunde. Kriegen wir das in der Folge hin? Wäre schon schön, weil ich will wirklich das Ding gerne abtesten. Wäre schon so ultimativ, wenn wir das einfach mal abtesten könnten, ob das funktioniert und wie weit wir damit kommen. Weil ich muss ja auch diesen Gleiter mal ein bisschen üben. Kann man mit dem Gleiter eigentlich auch in das Senkloch hineinfliegen? Habe ich da die Möglichkeit? Geht das? Es wäre natürlich ultimativ gut, wenn wir das auch noch machen könnten. Wäre so eine richtig coole Sache. Hätte ich schon Lust drauf. Wo ich mit dem Gleiter so ab nach unten. Warte mal. Gerade irgendwas gehört. Weil wir hatten jetzt auch, ich habe einmal das Ding eingesetzt, wir hatten erstmal Party jetzt gerade gehabt mit den Kannibalen. Ich könnte mir jetzt schon vorstellen, bei unserem Schwierigkeitsgrad, dass wir jetzt gleich schon die ersten Mutanten jetzt hier dann auch da haben. Was sind das eigentlich? Das sind doch aber eigentlich auch diese kleinen Kannis, sind doch auch Mutanten eigentlich, oder nicht? Weil die sehen mir jetzt zwar menschenähnlich aus, aber haben doch irgendwie so ein bisschen, ich finde es geil, dass wir in der Luft bauen können, aber haben doch so ein paar Auszüge von, also wie gesagt, die sehen ein bisschen komisch aus, so vom Aufbau her, so. Weißt du, ich meine? Also sind sie doch eigentlich auch eher Mutanten. Also wenn ich mir jetzt hier mal so angucke. Irgendwie sehen die zwar menschlich aus, aber irgendwie nicht so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, ich laber wieder irgendwie drumherum und keiner weiß, was ich wahrscheinlich damit meine. Weil ich es immer wieder nicht ganz so erklären kann. Ich weiß nicht, da ist irgendwie so ein bisschen, die wirken nicht ganz so menschlich. Sondern die wirken so ein bisschen Mutanten. Wie kann man sowas eigentlich sagen? Wie kann man sowas meinen, wirklich gut zu erklären? Das ist jetzt die Schwierigkeit. Also zum einen ist das so eine Sache mit dem den Genitalbereichen da bei den beiden so. Also bei den einen fehlen die ja komplett. Und auch so von dem, dass der eine hier zum Beispiel komplett ohne... Oh, hi. Mal stehen kurz. Mann, ich irgendwie habe ich jetzt gerade totale Trefferprobleme. So, tot ist er. So, warte mal, warte mal, warte mal. Ma'am, bleiben Sie kurz stehen. Okay, wie bist du jetzt da hochgekommen? Ich hab doch dich... Die ist gut. Nee, aber sie war gut. Wie bist denn du jetzt da hochgekommen? Warum blinkst du? Du bist creepy. Aber wie gesagt, auch so vom Aufbau jetzt hier. Vielleicht haben sie es jetzt ausgelassen, aber bis jetzt wirkt es für mich so, als ob die, ja, die wirken so ein bisschen mutantenmäßig. Aber vielleicht täusche ich mich jetzt auch nur, weil es man einfach von der, ja, ich sag mal, weil man ja dann auch sagen muss, das Spiel muss ja auch veröffentlicht werden und alles. Und dann haben sie das einfach nur nicht angezeichnet, weil man dann da ein paar Probleme bekommen würde oder so. Guck mal, ey, wir haben 3 Wagenladungen bekommen davon, ne? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. 3 Wagenladungen Baumstämme? Passt. So, jetzt können wir das dann nämlich weiter aufbauen. Ich würde das gerne noch sehen. Ich weiß noch nicht, ob wir das in der heutigen Folge hinkriegen. Ach, meine Güte. Kannst du das bitte wieder reinmachen? Danke. Bin ja auch wirklich gespannt auf das Bausystem auf Sons of the Forest. Ich... Sag mal, habt ihr heute irgendwie was? Ich glaube, das war nicht so gut, die Bombe da hinzupacken, wa? Was sagt meine Statistik eigentlich? Wie sieht denn das da jetzt aus? Muss er wieder was schnabulieren? Gegessen haben wir genug? Okay. Okay, das sieht schon cool aus. Der Witz ist dabei, wie hoch musst du da laufen? Wo müssen wir denn da laufen? Ey, das ist ja schon wieder mal... Ach, du Heilige. So, machen wir jetzt nochmal ein Bömmchen? Oder wollen wir jetzt einfach mal eine Runde die Axt schwingen? Das ist die Rache jetzt, oder was?
Oh nö. Sag mal, habt ihr jetzt gerade was gegen mich irgendwie? Soll ich aufhören? Soll ich ausmachen? Hallo? War wahrscheinlich, weil ich nur mit der Axt machen wollte. Mit der Axt wird ja nichts gemacht, mein Freund. Also wenn, dann wirst du hier mal richtig schön. Und weg hier. Und weg hier. Und weg hier. Oh, warte mal. Okay, gut. In die Richtung ist schön. Ja, gut, so könnt ihr machen. Hab ein bisschen mehr erhofft. Na egal. Na egal. Kriegen wir aber hin. Gut, könnte mal heute sein, dass wir heute noch mal einen kleinen Mutantenkampf haben. Und vielleicht unsere Basis gleich wieder zerstört wird. Gerade ist aufgebaut und schon wird die Basis zerstört. Könnte passieren, ne? Weil wir machen jetzt hier gerade so ein bisschen Lärm und alles und dann kommen die Jungs und dann werden die uns wahrscheinlich gleich mal eine Runde Kopf ab und so. Oder Mauer weg oder Fallen weg. Aber eigentlich müssten die doch in den Fallen auch drauf gehen. Die Fallen sind ja jetzt nicht gerade ohne. Eigentlich müssten sie dabei drauf gehen, bin ich der Meinung. Könntest du den loslassen? Danke. Weißt du, was wir mal jetzt mal machen? Wir machen jetzt mal meine Lieblings. Ich glaube, Kassette 5 war meins, ne? So. Yeah, genau so geht's los. Genau, einfach mal ein bisschen Musikuntermalung. Dann arbeitet sich auch gleich viel schneller und regeneriert uns auch gleich ein bisschen hoch. Aber ich glaube, was mich noch entsinnen kann, war, die Bänke haben auch Ausdauer regeneriert. Ne? Das war damals auch so die Möglichkeit, dass du einfach mit Hinsetzen die Möglichkeit hast, dich auszuprobieren und wieder aufzubollern. Ah, dem fehlt ein Bein. Okay, jetzt müssen wir aber hier leider doch ein bisschen die Axt schwingen, weil das ist jetzt ein bisschen zu weit offen, die Felder hier. Wir sind auch schon gut vorangekommen. Wir haben zwar noch nicht mal die Hälfte, aber wir sind schon gut vorangekommen. Wir könnten jetzt auch ein bisschen mit der Kettensäge arbeiten, aber das könnte mir ein bisschen zu gefährlich werden. Wir haben jetzt schon Krach gemacht, jetzt können wir auch ein bisschen... Ich glaube, ich habe heute das große Übel heraufbeschworen, ne? Psst! Wir dürfen nicht entdeckt werden! So. Wir errichten da hinten ein Meisterwerk der Baukunst. Ich würde mich niemals darauf trauen, sage ich euch. Ich auf so einer Insel bin und ich baue hier das auf. Ich würde mich doch niemals darauf trauen. Ihr wisst doch selber, dass das Ding total wackelig ist. Wer geht denn da freiwillig ruf? Noch. Was? Oh, naja, war ja einer. Hi, mein Freund. Na, wie geht es Ihnen? Und wie geht es Ihnen? Darf man Ihnen was zusenden? Sie haben Ihre Post verpasst, mein Freund. Manchmal ist ein bisschen zu schnell. Ist denn noch irgendeiner? Ja, noch ein paar Meter in die Richtung, dann hättest du was Jude gemacht. Oh Mann, mein Zielvermögen ist heute echt schlecht. Oh, da ist was zu essen. Also nicht der da, sondern das, was daneben liegt, ist was zu essen. So. Aber apropos Essen. Kalorien, was sagen unsere Kalorien wieder? Oh, infiziert. Okay, wir sind infiziert, aber wir haben noch gut gegessen. Also können wir eigentlich, nee, da. Und dann nimmst du dir eine Aloe Vera, isst die mal und dann passt das. So. Infektion ist wieder vorbei. Ja, heute ist so, ja, wieder eine Laberfolge. Aber ich würde gerne diesen Gleiter ausprobieren einfach. Weißt du, ich habe das mit dem Gleiter gesehen und ich dachte mir, ey, der Daus, genau das ist es. Das ist, was ich brauche. Aber ich habe heute auch leider nicht so die Zeit, eine lange Folge aufzunehmen. Also heute machen wir mal unsere richtigen 30 Minuten. Das sind die mal länger. Ich finde das auch immer sehr angenehm. Ich komme aber heute nicht anders dazu, weil es ist jetzt Sonntag. Morgen ist dann wieder Montag. Ihr wisst ja alles. Also ihr habt, das ist ja die Folge vom Montag. Ich muss sie dann noch rendern, noch durchschicken und
ja, hochladen und das schaffe ich da nicht anders. Deswegen versuchen wir so gut es geht schon mal voranzukommen. Und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge ready. Und dann können wir doch mal langsam runter in die Höhle gehen. Aber ich würde gerne einfach mal einen schönen Gleiterflug machen. Aber deswegen habe ich gehofft, dass wir heute, weil wir es gerade erst angefangen haben, zumindest zur Hälfte kommen. Weil wir haben ja erstmal die Steine da abgearbeitet. Weil wir wenigstens so auf die 150 runterkommen. Also nur noch jetzt so 90 Baumstämme jetzt mal vielleicht hinkriegen. Das wäre eine schöne Sache. Aber das kommt jetzt auch darauf an, wie viel uns die Mutanten dann auch zulassen. Wie viel die sagen, okay, ja, kannst du ein bisschen bauen, mach mal da, alle chic. Oder ob die sagen so, nee, du, mein Freund, ist vorbei heute. Und wir werden uns jetzt mal ein bisschen mit der keilen. Also siehst du, wir haben ja schon ganz schön viel nebenbei zu tun mit dem, habe ich gerade ein Stampfen gehört? Habe ich gerade ein Stampfen gehört? Nee, oder? Nee, ich habe kein Stampfen gehört. Nein, du hast kein Stampfen gehört. Oder? Habe ich ein Stampfen gehört? Nee. Habe ich jetzt nicht. Nee. Wir haben kein Stampfen gehört, mein Freund. Wir packen einfach das da rein. Dann werden wir den jetzt umholzen noch. Und dann machen wir uns langsam Richtung Basis rein. Dann müssen wir wieder was essen, um uns wieder ein bisschen zu kräftigen. Das wäre noch ganz gut. Und okay, Moment mal kurz. So, und weiter geht's. Na gut, was passieren kann jetzt durch die Pause, ist, dass ich wieder, dass ich das Spiel wahrscheinlich wieder kurz fangen muss. Warte mal, haben wir noch zwei? Die nehmen wir noch mit. Dann packen wir die rein und dann gehen wir erstmal in die Basis wieder hinein. Wir sollten eigentlich da noch mal ein bisschen Licht verteilen. Haben wir auch noch nicht. Warte mal, was waren das eigentlich? 300 noch was? Wenn wir das ein bisschen rund... Wenn wir jetzt haben wir, glaube ich, schon knapp 100 reingeballert. Dann sind wir noch mal bei... Ja, das passt. Das passt. Das kriegen wir hin. So, wir huschen jetzt hier fix rein. Machen wir gleich. So. Ich finde die Basis einfach so herrlich gut. Also ich finde die gut aufgebaut. Wo kann man sagen, was man will? Wir haben sie ganz gut aufgebaut. So, wir klettern mal hier so ein bisschen hoch. Gucken wir mal, ob da irgendwas in der Nähe ist. Nee, scheinbar ist hier noch nichts in der Nähe. Das ist gut. Haben wir noch Fallen? Sind die alle auch unten noch? Ja, alle noch ordentlich. Okay. Ich höre immer so dieses Trampeln. Das könnte auch in der Ferne sein. Weiß nicht, ob man... Wie weit entfernt man die hört? Das ist so die Frage. Also so wie gerade mein Mikro, was gerade ein bisschen weggerutscht ist. Das ist jetzt dann das Ding. Gut, dann gehen wir mal darüber. Müssen wir was futtern oder geht das eigentlich von der Statistik? Hey, ich bin schon wieder infiziert. Warum denn das? Was ist denn das hier? Hier, trinkt ihr mal was? Und dann isst man noch eine Aloe Vera. Wie viel soll ich denn noch von den Dingern essen? Ja, holla die Waldfee. So, können wir eigentlich schlafen? Das wäre jetzt noch eine schöne Sache, ob wir jetzt schlafen könnten. Damit wir jetzt ein bisschen wieder... Ah, noch nicht ganz. Warte mal, wir haben noch einen Häsler. Wir brauchen wieder auch Essen. Ah, das ist das Einzige. Oh. Na gut, ein bisschen geht's noch. Aber das ist das einzige Problemchen, ne? Wenn du... Oh, guck mal hier. Eins, zwei, drei. Oh, guck mal, können wir uns ein bisschen so satt essen, dann können wir wieder neue pflanzen. Machen wir eine Überportionierung hier ein bisschen. Oh, warte mal, brauchst du doch gar nicht alles satt essen, mein Freund. Du hast doch einen schönen Beutel. Meine Güte. Ey, du hast manchmal, deine Ideen kommen manchmal ein wenig zu spät. Da musst du ein bisschen früher was reintippeln. So. Jetzt kannst du den hier machen und dann machst du den. Und dann können wir irgendwas reparieren. Irgendwas habe ich gerade angehauen. Ist da? Nee, das darf ich einfach. Okay, so. Jetzt können wir hier 1, 2, 3, 4. Das zieht immer ein bisschen nach. Das ist, was mich so ein bisschen verwundert. So, haben wir jetzt die Möglichkeit, mal uns... mal jetzt hier, ich will schlafen und wir wollen noch weiterbauen. Also heute ist wirklich nur Holzfäller, Holzbauen und so. Aber wir sind auch so, auch hier muss ich sagen, ja doch, glaube ich, schon ein bisschen Richtung Ende. Ich will noch ein paar Sachen sehen. Aber wir befinden uns doch schon so ein bisschen Richtung Ende. So, pass mal auf, wir nehmen ein Fleisch, wir nehmen eine Eidechse. Dann futtern wir mal ein bisschen was und dann können wir noch mal ein bisschen abschlürfen. Und dann habe ich hier gesehen, oh, der Wasserschlauch ist leer, dann kannst du den ein bisschen füllen. Ist jetzt eigentlich komplett voll. Wow, das bisschen hat mir den komplett voll gemacht. Na, das freut mich. So, also wir haben da draußen auf jeden Fall noch mal ein bisschen was, was wir dann hinbringen können, weiterbauen können.
Und schon wieder ein Baum gewachsen. Na ja, gut, dann machen wir den auch gleich wieder weg. Aber resettet sich das eigentlich vom Tag zu Tag mit den ganzen Sachen? Oder wie ist das Ganze eigentlich? Weil wir haben ja jetzt ist das jetzt eigentlich ein Baum oder so, also ein Baum mit Baumstämmen oder ein Baum mit Zweigen? Wir haben jetzt letzte Nacht eine ganze Menge, also den letzten Tag eine ganze Menge Mutanten-Kannibalen gehabt. Jetzt ist ja die Frage, resettet sich der ganze Kram jetzt? Oder, also sprich, es rechnet sich alles wieder neu auf? Oder summiert sich das Ganze? Das ist ja, was mich auch mal so interessiert. Inwieweit wir jetzt das immer von Tag zu Tag beeinflussen? Ist es, wenn wir länger online bleiben, wirklich, dass es sich mehr rechnet? Oder ist es wirklich nur von der Time her, wenn wir, wie lange wir überleben? Also wir sind übrigens schon über 80 Tage hinaus, ne? Also wir haben jetzt wirklich schon 80 Tage auf dem Buckel hier auf der Insel. Eigentlich müsste das Kind doch schon längst nicht mehr am Leben sein. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass der noch lebt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wir haben jetzt auch den roten Typen ja auch nicht mehr gesehen, der uns das Kind geklaut hat. Achso, ich dachte, da wäre was. Aber nein, da war nur was auf meinem Bildschirm. Ja, den müsste man mal wieder sauber machen. Aber es ist halt problematisch, wenn meine Kinder da auch öfters mal an den Laptop rangehen bei mir, dann, ja, dann bist du da auch ein bisschen Dreck auf dem Bildschirm. Das ist ja meine Krux mit dem Auto, ey. Wenn die Kids dann ins Auto, oh, ich bin aber noch, ich bin nicht so streng, dass der irgendwie nicht gegessen wird und sowas. Ich bin ja noch, da bin ich auch teilweise ja dann, ja, selbst schuld. Aber, tut es mich dann trotzdem, wenn es dann wieder alles dreckig ist. Ah, diese Strenge ist bei mir. Also ich bin, weiß gar nicht, ich bin so der Typ Auto, es muss fahren. Also ich bin der Typ Auto, fahr. Muss gut dabei sein, muss sich gut handeln, muss gut zum Fahren sein. Ich bin nicht der eine, der jeden Sonntag da steht und sein Auto putzt, sondern wirklich rein Gebrauchsgegenstand. Also das ist für mich, ein Auto ist für mich ein reiner Gebrauchsgegenstand und dann nutze ich den auch für nichts anderes. Und nur für rein das Autofahren. Für was anderes mache ich das gar nicht. Oh, wir haben jetzt schon wieder 27 Minuten, aber ein paar Minuten können wir noch. Also ich würde zumindest gerne noch, so dass wir vielleicht noch 76 Stück, ja, 76 Stück, das glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Aber so ein bisschen noch runterräumen, weil ich würde es gerne schon ein bisschen voranbringen, dass wir es in der nächsten Folge fertig haben. Ich will mit euch in der nächsten Folge, will ich mit euch losfliegen. Weißt du was, jetzt reicht's. So, durch. Durch. Ja, ich weiß, zieht wieder Kannibalen an und Kokage und Mutanten, aber ich muss jetzt hier mal ein bisschen mal beeilen. Ja. Ich will jetzt hier mal ein bisschen vorankommen. Wir brauchen Holz. Das Ding will ich überall bauen. Ich glaube, das ist das Größte. Ne? Es sei denn, wir bauen was selber. Mit dem Haus weiß ich noch nicht, ob wir uns ein eigenes Haus bauen jetzt. Ich finde meine Basis nur gemütlich eigentlich. Klar, wir könnten noch alles ein bisschen machen, aber was will ich denn? Ich bin so ein Typ, ich brauche auch gar nicht so groß. Ne, also ich muss es nicht so riesig haben, dass ich ein Riesenhaus brauche. Also in der Reellen auch nicht. Mir reicht doch was Kleines, Gemütliches. Wir sind ja jetzt auch nur mit meinem Sohn. Und wenn, ja, können wir dann anbauen, wenn wir noch ein paar ein paar Leute finden, Opfer, die dann doch überlebt haben. Dann können wir ja sagen, hier, pass auf, wir bauen an, machen wir hier noch eine Hütte für euch. Da willst du ja auch nicht zusammen mit denen in einer Hütte wohnen, sondern du willst ja, dass die dann in ihrer Hütte wohnen, du in deiner Hütte wohnst. Ist dann noch ein bisschen mehr. Obwohl ja ein Horrorfilm immer schlecht ist, wenn du auseinander gehst, ne? Also wenn da ein paar Leute und da ein paar Leute und da ein paar Leute, dann verschwinden die ja da aus dem Zelt, da aus dem Zelt, da aus der Hütte, da aus der Hütte und dann ist vorbei. Aber wenn du das ganze Ding hier so ein bisschen überwachst und ein bisschen aufpasst. Kannst du bitte den mal loslassen? Man hier ein bisschen aufpasst, dass alles ein bisschen über... Nee! Kannst du bitte damit aufhören? Ich habe mich gerade erschrocken. Das ist die Frau, ne? Guck mal. Ich habe das Weibchen eliminiert. Das führt ihm gar nicht. Ich brauche das Weibchen nicht. Oh, shit. Wenn du den vor ihren Augen angreifst und dann tötest, dann hauen sie eigentlich in der Regel ab. Aber das sind ja wieder die Schmutzigen hier, oder? Bist du ja bis in die ewigen Jagdgründe gerannt oder wo bist du ja gerade hin? Kann ich jetzt weiterbauen? Ich habe keine Zeit, ne? Wir müssen rendern und so, meine Freunde. Wir müssen rendern, wir müssen und alles machen. Und deswegen kann ich hier nicht anders machen, als
arbeiten. Und ihr könnt einfach wegbleiben. Ich mache da was ganz Schönes. Und wenn ihr wollt, könnt ihr später auch abspringen. Aber den Gleiter müsst ihr euch selber bauen. Wenn ich springt ihr so ab, ist auch ganz okay. Ich will das unbedingt machen. Ja, ich wollte eigentlich da oben das bauen. Aber naja, gut. Achso. Ja, du solltest nicht C drücken. C ist nur zum Einlagern. Warum habe ich denn jetzt wieder die kleine Axt auf einmal draußen? Jetzt bist du mir doch ein bisschen unheimlich. Warte mal. Warum hatte ich denn jetzt die kleine Axt auf einmal draußen? Warum hat dann die jetzt rausgezogen? Das frage ich mich jetzt gerade. Leute, könntet ihr das bitte unterlassen? Das sind meine Baumstämme, die ich mir gerade ehrenvoll abgesiebelt habe mit einer Kettensäge, ja? Ich bin hier gerade das Risiko eingegangen, um die ganzen fiesen Leute hier zu holen, die hier gerade schon sowieso darauf lauern, dass sie mich in zwei teilen können. Nein, das war falsch. Das ist jetzt, wird er langsam nervös, weil es wird dann doch so viel zu lang und zu heftig. Aber ich habe ja gesagt, auf die 150 würde ich gerne schon so ein bisschen runterkommen, dass wir mit über die Hälfte schon mehr als die Hälfte haben, dass wir morgen das ganze Ding dann ganz leicht fertig machen und dass wir morgen unseren ersten richtigen Jungfernflug abliefern können. Davor war ja nur Probeschweben. Aber von da oben mit dem Gleiter, oh ja, ich glaube, ich werde es nicht oft nutzen, aber ich will es wenigstens einmal richtig schön machen. Und dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich das hinkriege. Wie ich das hinkriege. Ach ja, ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal eine angenehme Arbeitswoche. Woche allgemein. Vielleicht habt ihr Urlaub, euch geht's gut oder sowas. Oder ihr habt Glück und habt eine ganz gechillte Woche. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass ihr das ganz locker angeht, dass ihr Spaß habt in der Woche. Lasst euch nicht ärgern. Kommt gut und schnell durch. Und diejenigen, die frei haben, genießt den Tag. Ich hoffe, der Tag ist für euch schön lang und für die anderen schön kurz. Ist ja auch immer so eine Wahrnehmung, ne? Also haben wir ja schon mal drüber, glaube ich, debattiert. Ist ja die Wahrnehmung, wie empfinden das jeweilige Leute. Der eine sagt so, der andere sagt so, ne? Meine Ausdauer ist schon ein bisschen runtergegangen, oder? Oder ist die nochmal hochgegangen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, wir machen jetzt noch ein paar so. Ich sag mal, das ist unser letzter. Unser letzter Gang jetzt noch einmal hin. Dass wir noch einmal schön Holz hinbringen. Das sind nochmal 12 Stück. Und dann haben wir auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Danke. Oh, guck mal, da ist ja gleich noch ein Baum. Wenn er den anschuckelt. Nö, der fliegt aber durch. Wäre doch fair gewesen, wenn du den durchschuckelst und dann den auch noch umhaust. Aber na gut. Ach du Heiliger, mal siehst du wieder, die Menschen sind unterwegs. Alles radikal hier. Naja. Wenn man als Mensch in der Natur landet, dann zerstören wir einfach nur die Natur. Das ist schon irgendwie grausam. Irgendwie ist es schon heftig. Aber es steht schon so ein bisschen symbolisch für das, was wir Menschen wirklich machen, ne? Ja klar, wir machen Fortschritt und Technologie und Pipapo und Ananas und Tralala. Aber insgesamt ist es schon eigentlich sehr grausam, was wir tun. Guck mal, das sieht ja dann... Du bist jetzt gerade so einer, wie ich jetzt so weiß, über Überleben mache. Aber viele machen es ja für gar nichts. Und da sieht es dann schon so aus. Super, so. Wir holen die letzte Fuhre. Letzte Fuhre, nächste Folge werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiterarbeiten. Oh, ich könnte das ganze Ding hier komplett aufmachen. Ich könnte hier alle Bäume weg, aber ich würde es da trotzdem lassen. Selbst wenn sie dann durch den Baum dann durchgehen. Okay, ist ein Vogel. Ich habe jetzt gerade... Ist jetzt ein Vogel oder läuft jetzt schon wieder einer von diesen kleinen... schmutzigen Kannibalen dann herum. Das würde mich immer... Das ist immer so eine Sache. Du siehst hier drüber ja nicht so richtig. So. Dann machen wir ein bisschen langsam. Dann können wir das ja auch so machen. Ja, mit der Renntaste. Ist das alles... Okay, mit den kleinen Steinen, das nervt manchmal so ein bisschen. So. Ja. Funktioniert schon. Sieht schon ganz gut aus. Der Bau startet. Machen wir auf jeden Fall nächste Folge fertig. Und nächste Folge ist dann der Jungferngleitflug für uns. Der richtige Jungferngleitflug. Oh. Hallo. Ich habe ja schon viele Fallen aktiviert hier. Aber auch nur die hier. Okay, gut, das passt mir. Ich würde immer mal lachen, wenn ich wirklich so einen von den Mutanten hier drin sehen würde. So guckst du vorbei, liegt da so ein Mutant drin. Da würde ich schon ein bisschen lachen, wenn die auf einmal da so drinnen hängen.
Bei den Schlaksigen mit den Beinen, da könnte ich mir das schon vorstellen. Bei den anderen jetzt nicht unbedingt so. Das ist ja das ist Schwierige. Na egal. Ja, heute sind wir fertig. Wie gesagt, heute müssen wir weniger. Oh, das wird cool. Den da und dann schön da runter und dann. Na, mal gucken. Mal gucken. Wir werden mal sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach unten lassen. Kommt mir mal was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann machen wir das Ding da hinten fertig und dann gleiten wir mal von dannen und darauf freue ich mich schon richtig tierisch. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, indem ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute. Bis dahin. Ciao.